Hallo und herzlich willkommen bei Brain and Synapse. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute wieder bei diesem Beitrag dabei bist. Heute mein Thema ist Spektrum der Mukomukosis im MRT und im CT. Letzte Woche habe ich dir die Frühzeichen der Mukomukosis gezeigt. Mein Name ist Seran, bin Fachärztin für Radiologie und diagnostische Neuradiologie und hier um dich in meine Welt der diagnostischen Neuradiologie mitzunehmen. Falls dir mein Kanal auf YouTube gefällt oder auf Instagram, freue ich mich, wenn du es abonnierst, likest und natürlich deinen Kommentar dalässt. Besten Dank! Also nochmal kurz zur Wiederholung. Die Mukomukosis ist eine aggressive Form einer Pilzinfektion, die weitreichende Komplikationen und Veränderungen bewirken kann. Nochmal zur Wiederholung. In der T1 im MRT ist es hypointens, in der T2 ebenfalls hypointens, in der Diffusion zeigt es eine Diffusionsrestriktion. Wenn wir Kontrastmittel applizieren in der T1 FZ, nimmt die Mukomukosis keine Kontrastmittel auf. Nochmal zur Wiederholung, von letzter Woche habe ich dir diesen Fall präsentiert. Ich vergrößere nochmal hier, weil ich das nochmal genauer beschreiben wollte. In der CT-Untersuchung haben wir hier eine Sinusitis des Sinus maxillaris auf der rechten Seite. In der Diffusion diese Restriktion und in der T2-Sequenz sehen wir hier in der Fossa infratemporalis diese Hypointensität nochmal hier genauer markiert. In der T1 ebenfalls diese Hypointensität. Ich wollte das nochmal herauskristallisiert haben, weil dies ein sehr frühes Zeichen der Infiltration der Mukomukosis der Weichteile ist. Darauf ist zu achten. Nun zum Spektrum. Ein weiterer Befall ist von der Sinusitis hier von den Ethmoidalzellen in die Weichteile in der T1-Sequenz als hypointenses Signal. Und nach Kontrastmittelgabe gibt es Kontrastmittelaufnahme der Weichteile und vielleicht erkennst du so feine hypointense Anteile darin und das ist wiederum die Mukomukosis, ein weiteres Spektrum. Gehen wir zu einem nächsten Fall. Hier haben wir eine CT-Untersuchung mit Kontrastmittelgabe. Du erkennst frontobasal auf der rechten Seite diese Hypodensität. Dann wurde eine MRT-Untersuchung durchgeführt. Du erkennst in der T1 nach Kontrastmittelgabe diese kontrastmittelaufnehmende Läsion mit angrenzend Kontrastmittelaufnahme des Sinus frontalis auf der rechten Seite. Jawohl, es handelt sich hier um eine Sinusitis des Sinus frontalis auf der rechten Seite mit einem intrakraniellen Abszess frontobasal rechts. Ein weiteres Spektrum der Mukomukosis ist hier dargestellt. Hier haben wir eine TOF-Angiografie. Du erkennst, dass die Arteria carotis interna fehlt und die Arteria cerebri media auf der linken Seite sehr irregulär dargestellt ist, viel weniger Flusssignale aufweist wie die Gegenseite. Und in der Diffusion diese ausgedehnten Diffusionsrestriktionen. Hierbei handelt es sich im Spektrum der Mukomukosis um eine Vaskulitis mit dieser angrenzenden Ischämie. Ein weiteres Spektrum wäre dieser Fall. Hier haben wir wieder eine Sinusitis des Sinus maxillaris auf der linken Seite. Zudem erkennst du hier periorbitale Weichteilveränderungen mit Infiltration der extrakonalen Strukturen. Hier handelt es sich um eine Sinusitis des Sinus maxillaris links mit periorbitaler Infiltration respektive orbitaler extrakonaler Infiltration der Weichteile. Gehen wir zu einem nächsten Fall. Hier in der T2-Sequenz erkennen wir dieses hypointense Signal in der Fossa pyterygopalatina, die nach Kontrastmittelgabe Kontrastmittel aufnimmt. Jawohl, es handelt sich wieder hier um eine Sinusitis mit Infiltration der Fossa pyterygopalatina.
Hierbei ist wichtig zu wissen oder zur Wiederholung, dazu verlinke ich dir noch das Video zum Nervus trigeminus, dass der V3-Ast hier lokalisiert ist und die Infektion der Mukomukosis über die perineurale Infiltration nach intrakraniell sich ausdehnen kann. Hier entlang des Nervus trigeminus. Ein nächster Fall, CT-Nativ-Untersuchung, T1 mit Kontrastmittelgabe und noch ein weiteres. Hier erkennst du in der CT-Nativ-Untersuchung so feine stäbchenförmige Verkalkungen. In der T1 nach Kontrastmittelgabe diese feinen Kontrastmittelaussparungen im Sinus cavernosus. Zudem erkennst du hier in der Vena ophthalmica Kontrastmittelaussparungen. Bei diesem Fall handelt es sich um eine Sinus cavernosus Thrombose mit einer Thrombophlebitis der Vena ophthalmica rechts bei nichtinvasiver Aspergillose. Hierbei wollte ich gerne noch die Aspergillose erwähnen, dass auch die nichtinvasive Form weitreichende Komplikationen hervorrufen kann, wie hier die Sinus cavernosus Thrombose mit der Thrombophlebitis der Vena ophthalmica rechts. Das Spektrum der Mukomukosis zusammenfassend. Die Mukomukosis macht eine Sinusitis. Sie infiltriert prä- und periantrale Weichteile, kann intrakranielle Abszesse erzeugen, zerebrale Vaskulitiden resultieren und darauf Ischämien, aber auch infiltrativ in die Orbita, in die Fossa petrocopalatina und über den V3-Ast nach intrakraniell über perineurale Ausdehnung. Zu den größten Komplikationen zählen die Sinus cavernosus Thrombose und die Thrombophlebitis wie dargestellt. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's für heute. Falls dir es gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, likest, kommentierst. Falls du mit mir im 1:1 Setting arbeiten möchtest, kontaktiere mich einfach. Oder falls ihr eine Fortbildung für euer Institut wünscht, kontaktiert mich unter info@brainandsynapse.ch. Ich freue mich, von euch zu hören. Falls ihr gerade noch Zeit und Lust habt, bleibt doch bitte dran. Ich verlinke euch hier noch ein paar Videos und freue mich aufs nächste Mal. Eure Seran.